Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Zusammen mit mir, dem Zwerg, und ich bin dabei am Starten, erstmal hier ein bisschen was zu machen. Ich habe schon ganz schön viel gemacht und jetzt habe ich mir gedacht, ach, Zwerg, du musst einfach mal, ja? Es geht nicht anders, du musst einfach jetzt mal, was Sinnvolles tun, ja? Also nehme ich auf, ganz klar. Und zwar werden wir jetzt heute anfangen, ein bisschen unsere Base sicherer zu machen. Der siebte Tag ist angebrochen. Ihr wisst, was das heißt. Normalerweise geht es hier richtig ab. Ich bin alleine am Start, was schon mal generell schwieriger ist. Ja, aber wir werden jetzt heute mal versuchen, ein bisschen noch in Rebar-Frames zu investieren. Gucken wir an der Stelle raus. Ja, die Crew ist immer noch nicht am Start. Aber das kommt noch. Wir werden in der Zwischenzeit mal ein bisschen was basteln. 5 Uhr. Es ist ruhig. Verdammt ruhig. Aber das ist auch gut so. Die Tabletten brauchen wir jetzt aktuell nicht. Ja, ich zeige euch jetzt dann mal, was ich jetzt eigentlich alles gemacht habe in der Zwischenzeit. Dazu müssen wir mal ganz kurz gucken, was haben wir denn alles dabei. Die Cobblestone Frames. Die tue ich jetzt mal weg. Die brauchen wir im Augenblick nicht. Das behalte ich. Die Sticks behalte ich. Die Torches packe ich auch mal rein. Die braucht man bestimmt irgendwann, aber im Augenblick nicht. Auch die Metall... die brauchen wir nicht. Plant Fiber ist gut, denn Concrete Mix brauchen wir garantiert. Holz brauchen wir. Gut, ich habe unglaublich viele Shotgun Shells dabei. Die nehmen ja halt auch Platz weg. Könnten wir mal kurz gucken. Wo habe ich denn die drin gehabt? Da waren die drin. Da könnten wir mal den einen kleinen Stack könnten wir mal wegpacken. Da reichen die zwei Vollstacks hier. Können wir die Axt hier noch drunter packen? Da haben wir da schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Und hier das können wir zusammenbauen. Ja, dann schaut es doch gut aus. Haben wir Zement. Nee, schaut gut aus. Okay, dann werden wir uns jetzt erstmal darum kümmern. Ach nee, können wir auch gar nicht. Ich habe doch irgendwo hier... Da. So. Ja, ich versuche jetzt mal heute in der Session mal jetzt ein kleines bisschen wieder an der neuen Bude weiterzuschrauben. Ein kleines bisschen den Wall zu aktualisieren, ein bisschen zu verbessern. Der Wall ist nicht in seiner vollständigen Form aktuell da. Da geht noch eindeutig ganz, ganz viel mehr. Habe ich aber jetzt im Augenblick nicht auf dem Schirm. Warte mal kurz. Nee, da nicht. Und zwar da. Wir brauchen noch mal ein bisschen Metal Stripes für die Schaufel. Die will ich eigentlich nicht ungern nur kaputt machen. Gut, jetzt schaut's gut aus. Dann können wir die hier wieder reinpacken. Da freuen sich die Nachbarn. So, okay. Jetzt machen wir hier erstmal ein paar Pipes draus. Okay, dann gehen wir jetzt doch einfach mal ein bisschen spazieren. So, schaut schon ziemlich nice aus. Also auch das Haus hier extrem cool. So, Türe ist jetzt mittlerweile auch drin. Habe ich arrangiert. Wie gesagt, die Tür wird ja irgendwann rausfliegen. Das ist jetzt einfach momentan, da kommen dann eher so auch wieder ein Metal Bar oder sowas rein. Hier ziehen wir gerade einen Fußboden ein, der wird auch ziemlich nice. Oben drauf kommt natürlich dann noch ein Dach auf der Höhe, wo wir es jetzt aktuell haben. Ich glaube, das reicht, wenn wir jetzt hier ein Dach drüber machen. Und dann da die nächste Etage anfangen. Wow, 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 okay. Und hier, da ist die Zwergenarbeit offscreen entstanden. Und zwar geht es jetzt hier in einen langen Gang der Einsamkeit. Hinein in düstere Katakomben. Nein, oder auch doch nicht. What? Nein. Wir sind hier angebunden mit unserem Häuschen. Da wird natürlich auch noch ein bisschen verbreitert und da kommt nochmal eine richtige Türe rein und sowas. Das ist unser Eingang in die Zentralmine. Ihr seht schon, von dort aus hier gerade durch bis hier in die Zentralmine und natürlich dann später ins Safe House ist jetzt hier eine Anbindung entstanden, was ziemlich geil ist, was richtig, richtig geil ist. TNT benutze ich aktuell keins dafür, sondern ich grab mich da echt einfach durch. Hat den Hintergrund, da ich momentan erstens Tag 7 jetzt erwarte und dann zweitens auch noch ein bisschen, sagen wir mal, schwierig unterwegs bin, weil ich mir denke, es könnte ja vielleicht dann die Zombies anlocken. Lasse ich das momentan ein bisschen bleiben. So, wir machen jetzt nochmal schnell die nächsten. Shop Iron Pipes fertig. Ich wollte euch das, wie gesagt, mal zeigen. Schaut schon ziemlich geil alles aus. Was wir auch mal machen werden, ist hier Gärtner arbeiten, weil hier ist nämlich alles schon fertig gewachsen.
Und ich würde ganz gern hier auch mal ein bisschen gucken, dass wir das erweitern. Den Mais, der muss nämlich nicht auf diesem gepflügten Grund stehen. Das wusste ich damals nicht, als ich es angelegt habe. Da können wir aber jetzt Coffee Beans und den ganzen anderen Plunder drin unterbringen. Hier auch die die Yucca haben wir hier auch am Start. Ist auch schön gewachsen. Das gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier? Federn. Nee. So. Okay, lass mal gucken. Also, wie hoch ist jetzt diese Wallseite? Das ist jetzt, mal kurz, warte mal. Dann brauche ich Rebar-Frames oder sowas, damit ich das abmessen kann. 1, 2, 3, 4. 4 hoch, am vierten Teil kommen die Bars hin. Die können wir jetzt eigentlich gleich einziehen, bevor wir jetzt noch irgendwas anderes tun. Und ich habe Alkohol dabei. Das ist nicht unbedingt verkehrt. Kann man mal machen. So, dann machen wir nämlich jetzt hier auch schon gleich die Seite ein bisschen sicherer, indem wir da wirklich diese Bars einziehen. Schrot ist am Start. Feral-Zombies auch, aber noch sind keine da. Wir müssen da hinten bloß extrem aufpassen wegen den Maki-Minen. Hören können, ich habe was gehört. Kann das sein, dass es 8 Uhr ist und irgendwie noch höllenmäßig, okay, da sind die rein, dunstig? Dunstig irgendwie. Man muss bloß aufpassen, dass ich nicht wieder in Minen reinstiefel. Hab ich ein bisschen Angst davor. Da hinten läuft doch einer rum. Ja, wir sind jetzt auch aktuell in der Alpha 11.6 angekommen. Gerade ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Kennt ihr das? Wenn ihr euch denkt, irgendwas geht hier gerade katastrophal schief. Ja, der stiefelt wieder weg. Ich habe halt Angst, ich komme jetzt irgendwie da so auf der Längsseite gerade lang. Und plötzlich stehst du dann so in einer Zombie-Horde drin. Ich habe eine Idee. Wir machen das jetzt anders. Bitte, 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 sei keiner ums Eck. Ah, doch nicht. Puh. Ja. Ich hab gerade so ein bisschen das Gefühl, es geht irgendwas katastrophal schief. Und das wird es auch wahrscheinlich sein. Aber das macht jetzt nichts. Wir gehen jetzt erstmal auf unseren Wall drauf. Hier hinten, wie gesagt, kommen Türmchen rein. Die werde ich aber nicht in der Folge fertigstellen können. Dafür fehlt mir wahrscheinlich einfach das Material. Zumal wir ja die hintere Wallseite noch um 1 anheben wollten. Bis hier hinten irgendwo. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Sonst ist das nicht ganz perfekt. Da. So. Und jetzt gehen wir hier mal hoch. Knarre ist am Start. Brauchen wir wahrscheinlich auch. Ich höre nämlich Zombies. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass jetzt nichts da wäre. Wir können die Metal Bars ja auch von oben einfach hinlegen. Hier ist schön gemacht tatsächlich. Es ist nichts los. Es ist so eine ganz, ganz beklemmende Ruhe gerade. Das macht mich auch ein bisschen nervös. Wir sind also schon ziemlich weit gekommen. Guck mal, die Minen hat es alle weggesprengt. Die sind alle weg hier. Da werde ich vielleicht nochmal neue bauen. Aber das nur vielleicht. Das ist eigentlich Markis Lifestyle da. Und was machst du so? Markis Lifestyle. Geil. Bloß aufpassen, dass wir wirklich auch jede legen. Weil nicht, dass wir jetzt dann irgendwo einfach langlaufen und dann macht's Peng und wir fallen runter. Der Wall ist ja auch schon eine etwas größere Geschichte, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht irgendein kleines Ding, ja, was wir hier so machen, weil uns gerade langweilig ist, sondern das ist ja wirklich eigentlich schon für größere Arbeiten gedacht. Jetzt haben wir natürlich das Wichtigste nicht dabei, aber Rebar-Frames.
kriegen wir 48 Stück hin. Das ist schon mal sehr gut. Wie schaut es eigentlich da oben aus? Hört ihr das? Also ich höre das. Und das macht mich nicht glücklich. Einer? Keine Wanderhorde, hoffe ich. Weil so weit ist leider unser Wall hier auch noch nicht. Schauen wir mal, hier sind normalerweise auch so Hotspots, wo welche kommen könnten. Gut, okay, so eine Anhebung müssen wir mal gucken. Ich müsste das jetzt eigentlich von außen checken, wie hoch der Wall ist. Weil ich glaube, dass die Höhe tatsächlich reicht. Dann müsste ich die nur noch einmal komplett durchziehen. Das bedeutet auch auf der Ebene hier und hier ein bisschen anpassen. Wenn das gemacht wäre, dann wäre es, glaube ich, ganz praktikabel. Ja, der Schwede, ja, der Marki mit seinen Minen. Ohne Scheiß, schau mal hin. Da zieht es echt Furchen ins Land. Gott sei Dank. Na gut, okay, nichts passiert. Wir essen mal kurz ein kleines bisschen. Was haben wir da? Grilled Pork. My luck be like. Schwuppdiwupp. Drin im Kopf. So, und jetzt geht's weiter. Türe zu. Okay, oh, trautes Heim, Glück allein. So, wir könnten auch dann mal wieder in die Mine runterchecken. Das ist auch noch was zu tun wäre. Pass auf, wir machen jetzt erstmal Fußboden. Ich muss beim Fußboden nur eine Kleinigkeit checken. Und zwar, ich brauche eine Frame, Wooden Stairs, Wooden Hatch. Davon brauche ich mindestens jetzt mal eine zum Checken, wie wir das denn einbauen mit der Falltür. Weil ich möchte ja nicht in die Mine runterkommen, ja, um und dann blöde dastehen, sondern wir wollen mal gucken, wie das mit der Hedge aussieht. In welche Richtung wird die hingepflanzt? Das heißt, ich krieg die nur nach unten hin. Wenn ich aber jetzt hier die reinmache, kann ich sie nur drehen. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich kann sie hier aber auch draufsetzen. Setzen. Außer es sind links und rechts oder es ist irgendeine Halterung dran. Okay. Wir müssen das mal gucken. Es kann sein, dass wir da was basteln müssen. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Wir könnten nämlich hier zum Beispiel auch nichts machen. Das ist zu tief. Ja gut, wir bauen jetzt erstmal unseren Boden weiter. Einfach damit wir auch aus der Position hier schon mal schießen können. Weil noch ist dieser Raum ja eigentlich nicht ganz sicher. Weil es sind noch keine Reaper-Frames am äußeren Rand. Es ist noch nichts gemacht eigentlich. Aber es ist auch noch, das Wichtigste ist auch noch nicht drauf. Es ist kein Dach drauf. Ne? Also wird auch ein bisschen kühler nachts. Macht aber nichts. Ne? So, wir machen das jetzt erstmal so, dass wir diesen Eingang erstmal abriegeln. Damit wir da nicht versehentlich irgendwas draufbauen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich einfach nicht, ob ich den Eingang so lasse oder ob ich den wirklich einfach nach unten buddel mit einer Leiter und das dann so mache. Das können wir ja noch anpassen. Eigentlich sollte der ja sicher gebaut werden. So zumindest mein Plan am Anfang. Und da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir das so machen. Ist natürlich insgesamt schwierig, wenn ich jetzt hier eine Treppe runterbaue. Wenn ich jetzt hier eine Treppe runterbaue. Reaper Frame Ramp, okay. Wir können das ja jetzt mal probieren. Vielleicht kriegen wir es ja wirklich so hin, dass es passt. Können wir hier drüben mal in der Zwischenzeit weiterbauen. Ganze Ding mega sicher. Ja, also kannst du nichts sagen.
sicherer wäre unverschämt. So, damit ist die Bude eigentlich generell schon mal sicher. Wie gesagt, mein Plan ist es jetzt hier irgendwie Falltüren reinzubauen. Und, obwohl das mit den Falltüren ist auch doof hier, oder? Eine wäre ja okay. Ja, da müssten wir mit... Wir machen das mit einer Leiter. Das ist das Beste und Einfachste für uns. Wir machen das hier mit einer Leiter. Dann brauchen wir nämlich das Teil. Können wir dann auch wieder dicht machen. Dann haben wir hier jetzt eine ganz schöne Möglichkeit, da reinzukommen. Den Reaper Frame nehmen wir mal runter. Wobei, nee, der muss drauf. Das kriegen wir das jetzt so nicht hin. Ich hatte erst gedacht, wir machen das irgendwie mit Schrägen. Das geht aber nicht anständig. Das schaut auch nicht cool aus. Ja, da kommt einfach eine Hedge drauf und dann ist die Sache in Ordnung. Ich muss mal gucken, ob ich die hier positionieren kann. Dann müssen wir wahrscheinlich eins nach oben hier bauen. Oder hinten dran eins nach oben, damit wir die hier platzieren können. Würde sich sogar eigentlich ganz gut anbieten, wenn ich hier vier Säulengänge habe. Müssen wir mal gucken. Momentan geht es halt noch nicht. Der will die nach unten bauen, das will ich aber nicht. Oder können wir die vielleicht so oft so lange drehen, bis er sie nach oben baut? Ah! That was a little bit of a complicated problem. So. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Danke. So. Haben wir sie kaputt gemacht. Vier Holz in den Wind geschossen. Gut, okay. Wir könnten jetzt die Leitern holen. Oder aber wir machen jetzt das einzig Wahre. Wir machen jetzt hier... Bin ja schon mal gespannt, was die anderen dann in der gesammelten Aufnahme dann zu dem Haus sagen. Wenn wir dann eine Hausführung machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe mir ja noch gar keinen Plan gemacht, wie weit ich das jetzt eigentlich vorspielen möchte. Aber im Augenblick ist es eigentlich eine ganz feine Geschichte so. Ein Hausbau. Ich will ja auch mal gucken, was in 7 Days eigentlich alles möglich ist, ne? Bevor wir dann in die Alpha 12 reinschauen. Die ja zwangsläufig irgendwann einfach kommt, den Spielstand dann unspielbar macht. Das heißt, wir müssen dann den Server resetten. Und dann kommt wahrscheinlich, da bin ich aber auf eure Kommentare auch noch angewiesen, dann kann es sein, entweder ihr wollt hier Navzane oder wie das heißt, dieser Standard-Map spielen, oder eine Random-Karte. Eine Random-Karte hat natürlich auch Vorteile. Erstens, weil es ziemlich geil aussieht, ja. Und komplett neue Möglichkeiten dann auch wieder bietet. Einfach dadurch, dass die Karte so komplett anders generiert wird. Gucken wir mal, wo wir am Ende bei rauskommen. Ich bin ja immer gespannt, wie ihr das seht. So. Jetzt haben wir's. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Concrete hier rein basteln. Aber das sollte ja eigentlich jetzt gar kein Problem sein. Dann machen wir noch ein bisschen Ballarbeiten und dann haben wir es eigentlich schon fast. Geht nämlich ratzefatze hier, stelle ich gerade fest. Und das war's auch schon. Schon wieder ziemlich viel weggearbeitet. Lassen wir es trocknen, oder? Lassen wir es erstmal trocknen. Hat auch schon wieder viel erreicht hier. Türe zu. Weil, wie gesagt, momentan ist das der einzige richtige, unproblematische Zugang zu unserer Mine runter. Das finde ich noch ein bisschen kritisch. Dass das wirklich der einfachste Zugang zur Mine ist. Weil die Mine ist ja eigentlich der sicherste Ort. Runter geht es dann in unsere wirklich sicheren Bereiche, die wir ja nicht ohne Grund angelegt haben. Und da finde ich das... hier machen wir auch mal Cobblestone. Wir haben ja echt Cobblestone-Frame-technisch sind wir echt gut dabei.
Muss man mal gucken. Die Metallleiter nehme ich noch mit. Die brauchen wir jetzt dann. Zement lassen wir rüber. Die Iron Bars lassen wir auch. Jetzt muss ich mal kurz hoch in mein Allerheiligstes. Der wird ja dann auch umgebaut. Weil hier habe ich nämlich noch ein bisschen was. Ich habe doch mal was vorbereitet, liebe Freunde. Und zwar jede Menge davon sogar. Hier haben wir noch TNT. Da müsste ich jetzt auch eigentlich mal in den nächsten zwei Folgen was herstellen. Weil ihr wisst ja, wie es ist. TNT ist auch so eine Sache, da kann man nie genug von haben. Ja? Wenn du mal was sprengen willst, na, dann brauchst du schon richtig gutes Zeug. So TNT oder sowas. Das ist halt dann schon extrem wichtig. Und ich glaube, ich habe den Problemfall gesehen. Das sind nur drei. Ja, eins, zwei, drei. Shit. Okay, das heißt, wir müssen hier ohnehin nochmal eine Ebene aufsetzen. Dann passt es nämlich auch von der von den Treppen hier. So, und dann auf alles auf diese eine Höhe bringen, heißt für uns sicherer Hafen. Da darf aber die Iron Bars dann der Maki setzen. Da habe ich keinen Bock drauf mit seinen Minen da. Das ist nicht meins. Nein, nein, ihr wisst schon, Minen mag ich nicht. Die sind gemein. Aber die tun nur weh. So, und wenn wir auf dieser Höhe dann aufrüsten, dann später, müssen wir natürlich hier noch eine Reihe durchziehen. Dann haben wir es aber geschafft. Dann ist aber echt kein Stress mehr. What? So. Weil dann ist die Mauer so gigantisch groß geworden, dass es alle einfach, dass es hinhaut. Und besser geht's ja dann gar nicht. So, und hier kommt nochmal ein hin. Weil da müssen wir noch um eins nach oben gehen. Das heißt, hier brauchen wir auch noch einen. Das ist jetzt in dem Fall kein Stress, weil die Grundmauer ja schon so hoch ist, dass es hier gar kein Problem ist. So, dann müssen wir das jetzt noch fertig machen. Das geht relativ flott. Dann machen wir hier noch eins drauf. Ne, zwei müssen da sogar drauf. Wenn wir jetzt hier um zwei hochgehen, dann haben wir hier in dem ein... My life be like, Na gut. Was mir jetzt extrem auf den Senkel geht, sind hier die Bäume. Die außen sind okay. Die will ich auch haben. Die inneren sind nicht gut. So, hier haben wir noch ein Loch drin. Das müssen wir auch irgendwann stopfen. Müssen wir mal gucken. Okay. Concrete Mix brauche ich jetzt im Augenblick gerade keinen. Iron Bars passen auch. Warte mal, ich habe doch irgendwo noch Cobblestone gelagert gehabt von meiner letzten Minenaktion, 129. Ist ein bisschen wenig, oder? Cobblestone Rocks. Die brauchen wir, Zement brauchen wir dafür und eben Steine. Steine ist kein Problem, Zement aber eher schon. Also Freunde, ihr wisst, was das heißt. Ab in die Mine, ab in die Mine. So. Okay, jetzt haben wir ja den Durchgang auch schon fertig. Wir werden in der Zwischenzeit natürlich auch weiterhin versuchen, Eisen zu kriegen. Weil ihr wisst ja, Eisen ist immer so das Wichtigste. Und wenn halt dabei irgendwie Minenverbesserungsarbeiten zu machen sind, wie jetzt hier zum Beispiel, das bietet sich einfach an, dass wir hier dann auch währenddessen ein bisschen Stein mitnehmen. Und natürlich so Sachen wie Kohle oder sowas. Aber so können wir halt am einfachsten die Mine auch verschönern. Weil es ist ja auch wirklich ein bisschen problematisch hier, wenn ich mal gucke. Die Mine ist nämlich jetzt nicht unbedingt gerade schön auf einer Ebene, sondern hier geht's rauf und runter und rüber und rüber. Ja, das ist einfach nichts. Ja. Da könnte man eigentlich hier mal so eine Stufe zum Beispiel reinbauen. So, hier nochmal was weg. Einfach ein bisschen Minenverschönerung. Kann auch mal sein. Ja, es kommt auf jeden Fall, was ich auch in den Kommentaren oft gelesen hatte, in den letzten Tagen, was ziemlich nice wäre ein Notausgang. Also quasi irgendein Punkt in der Mine, der uns rausführt. Der natürlich extrem gesichert sein muss. Ja, kommt dann wirklich ein massiver Verteidigungsring drumherum. Der muss in Sichtweite sein. Damit wir wissen, wenn unser Notausgang in Bedrängnis gerät. Das also sollten wir auch bedenken. Aber dass wir aus unserem Cave hier, das wir jetzt im Endeffekt gebaut haben, was ja eigentlich
eher doof ist, ne? Wenn man sich irgendwie in der Zombie-Apokalypse so zubaut, dass man selber dann nicht mehr rauskommt, anständig. Ich glaube, das ist nicht so gut. Survival-Experten sind sich einig. Verbunkern ist immer ganz, ganz gut, aber wenn der Bunker nicht mehr hält oder zusammenbricht, weil die Zombie-Horden halt vor der Tür stehen, dann steht man halt da mit runtergelassener Hose. Und deswegen brauchen wir irgendeine Art von Notausgang, damit wir fliehen können, wenn es denn wirklich mal zu viele werden. Oder, weil der Wall, man muss das immer so sehen, der Wall ist ja auch gigantisch groß, ne? Das heißt, wenn wirklich mal zu viele Zombies am Start sind, dann kann es halt auch mal passieren, dass es halt auf der Breite einfach zum Problem kommt. Die große Mauer ist damals auch runtergegangen, weil es einfach auf zu vielen Flanken gekämpft wurde. Und deswegen ist es halt auch unsere große Mauer ein Problem. Einfach durch drei Leute, die vier Ebenen verteidigen oder vier Bereiche verteidigen müssen, ist schwierig. Gut, die Zombie-Horden kommen normalerweise immer von einer Seite. Das macht die Sache leichter für uns jetzt. Aber ist natürlich insgesamt schon schwierig. Und deswegen müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, dass wir zumindest einen Notausgang haben. Dass wir hier rauskommen, wenn es wirklich heiß wird. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall schon ganz schön viel hier unten wieder an Rohstoffen, ja. Weil wir brauchen ja, wie gesagt, noch einen Haufen Rebar-Frames und da geht halt Eisen bei drauf ohne Ende. Und deswegen versuche ich halt, wie gesagt, hauptsächlich ganz viel Eisen zusammenzubekommen. Und halt natürlich den anderen Schund, den man auch immer braucht, Kohle und sowas. Na komm. Na, es wird Abend. Wir sollten langsam mal ein bisschen fertig werden hier. So. Sind wir eigentlich da reingekommen? Ach, das war so ein Sprengloch. Naja, okay. Da oben hängt halt auch noch super viel. Kommen wir da ran. Ja, unsere Mine mittlerweile episch. Episch ausgebaut. Ein bisschen Bammel, dass wir irgendwann... mal Probleme hier unten kriegen. Weil es echt eine Riesenhöhle mittlerweile geworden ist. Und wir wirklich sehr, sehr viel hier rausschlagen an Metallen. Nicht, dass das alles oben drüber instabil wird, aber ich glaube, dass soweit die Physik noch nicht da ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die Physik da noch ein bisschen Probleme macht, dass ich das so nicht darstellen kann. Also die Bodenstabilität, dass die nicht zusammenbricht. Das kann natürlich in einer späteren Version durchaus der Fall sein. Also ich könnte mal jetzt vermuten, dass das irgendwann auch durchaus Relevanz hat, wenn man den Boden zu arg unterhöhlt, dass dann die Gesamtstabilität einfach auch einbrechen kann. Könnte ich mir gut vorstellen. Fände ich auch irgendwie cool. Da muss man wirklich physikalisch überlegen, wenn ich jetzt mein ganzes Gelände so unterhöhle mit... schon wieder so ein bisschen was gehört, was ich nicht hören wollte. War ein bisschen problematisch. Wir müssen jetzt dann auch langsam wieder hochgehen. Also ich werde jetzt auch die Mine, die Öfen noch nicht anschalten, sondern craften, was halt geht, wie Cobblestone Frames und sowas. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch noch andere Sachen. Also nachts am siebten Tag in der Nacht irgendwas wie jetzt die Öfen laufen zu lassen, halte ich für schwierig, wenn dann wirklich mal so eine 7-Day-Horde kommt.
gucken wir mal, wie viel haben wir jetzt? 36 Iron Ore. Das ist schon mal ein Wort. 20 Stones, da können wir jetzt gleich mal schnell 80 Cobblestones herstellen. Ist nicht viel, ich weiß, aber es ist zumindest schon mal ein bisschen was. Es hilft uns über die Runden. Komm schon, schneller, schneller, bis die Augen übergehen. Hui. Okay, so, und ab geht's. Und ab geht's. Ja, der Sonnenuntergang wird hier auch angezeigt. Schaut jetzt noch bestialisch böser aus, als es eh schon ist. Können wir eigentlich mal ein Bildchen machen, oder? Falsche Belichtung, falsche Belichtung. Wenn man das ausmacht, schaut es noch viel böser aus. So, Mining, Mining. Hier haben wir schon den Punkt gegraben, wo es alles weg muss. Haben wir ja gesagt, hier kommt vielleicht sowas mal wie ein zweiter Durchgang rein. Da könnte ich mir auch einen Notausgang vorstellen. Auf der anderen Seite nicht, wäre das eigentlich auch Quatsch. Da könnten wir ja ein Lager oder sowas hinmachen an dem Safe Room. Oder einen eigenen Raum für die Öfen beispielsweise, dass man hier das schön einrichtet oder sowas. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber Freunde, das und noch vieles mehr. Und ob wir eine Horde kriegen, sorry für den Cliffhanger, in der nächsten Folge. Bis dahin, schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf Zwergtube, ciao.